Farbenfroh geht es zu bei HWK TV. Bei der Wohnraumgestaltung kommen Malern und Raumausstattung besondere Rollen zu. Was sie leisten, welche Tipps sie haben und was alles machbar ist, darum geht es heute hier bei HWK TV. Zunächst hier im Malerbetrieb Leisenheimer in Windesheim. Die Gestaltung mit Farbe ist seit 100 Jahren Familiensache. Der Geschmack, die Möglichkeiten der Farbgebung haben sich verändert. Was blieb? Hinter dem Pinsel steht ein Leisenheimer. Chef Holger über 100 farbenprächtige Jahre. Die Firma wurde 1909 gegründet von meinem Urgroßvater Valentin, der damals noch angemeldet als Tüncher ohne Gehilfe, also richtiger Ein-Mann-Betrieb, und wurde dann weiter fortgeführt von meinem Großvater, dann irgendwann Staffelstab weitergegeben an meinen Vater, und ich bin jetzt vierte Generation. Und dieses Jahr 100 Jahre haben wir erfolgreich gefeiert, schön hinter uns gebracht und sind aktuell mit einer Mannschaft mit etwa 10 Personen am Start, haben ausreichend zu tun. Wir haben auch gelesen, es gibt eine Wirtschaftskrise. Angekommen ist es zum Glück, bei uns noch nicht. Wir machen ganz viel für Privatkunde, fast ausschließlich. Das ist ein großes Standbein für uns. Ein weiteres großes Standbein ist alles das, was im Bereich Kirche, Restaurierungen dann eben stattfindet. So wie hier in der Kirche von Gau Algesheim, die aktuell im Innenteil komplett überarbeitet wird. Der Raumausstattermeister eröffnete 1996 seinen Betrieb in Puderbach und ist seitdem mit Leib und Seele für sein Handwerk im Einsatz. Das schließt auch die Freizeit ein. Seit 1,5 Jahren ist Hein Obermeister der Innung für Raum und Ausstattung Rhein-Westerwald. 2 Mitarbeiter und ein Lehrling zählt sein Unternehmen. Die echte Arounder sind, geht es um die Gestaltung von Wohnräumen. Vom Polstern über Wandbekleidung bis hin zum Boden verlegen, sind ihre Fähigkeiten gefragt. Beratung eingeschlossen. Man muss also schon genau die Kundenwünsche auch drauf eingehen, spezielle Sachen umsetzen, vor Ort gucken, ist es handwerklich, fachlich auch umsetzbar, die Kundenwünsche. Und dann, das ist halt die Aufgabe des Raumausstatters. Er muss auf den Kunden zugehen, eine individuelle Beratung vor Ort oder im Geschäft mit Gardinen, Bodenbeläge, Polstern, Sonnenschutz oder auch die Wände in Einklang, in eine Harmonie zu bringen vom Raum. Mit Farbgestaltung, Farbzusammenführung, verschiedene Stilrichtungen, sollte alles aus kompetenter Hand beraten werden. Eine komplexe Arbeitsweise, die Jörg Hein zunächst zum Kunden bringt. Seine Stoff- und Teppichproben hat er immer dabei. Im Umkreis von fast 100 Kilometern sind seine Kunden zu Hause, ob Privathaushalt oder wie hier ein Hotel. Ja, weil sie hier eigentlich individuell beraten werden, vor Ort auch. Man kann viele Sachen zusammenstellen, von der Gardine, Boden, Polstern, dass das alles zusammenpasst, nachher ein Bild ergibt. Das ist der große Vorteil, wenn man alles aus einem Guss bekommen kann. Ein Vorteil, den die Kunden schätzen und nutzen. Kein Auftrag ist wie der andere. Jeder Kundengeschmack ist anders. Das macht die Arbeit, nicht nur die von Jörg Heinen, so interessant. Einer Frage müssen Sie sich alle stellen. Lassen sich alle Kundenwünsche mit den Ansichten der Fachleute vereinbaren? Wer siegt, wenn die Meinungen auseinandergehen? Ja, gut, es gibt ja diesen Spruch, Kunde ist König, aber man versucht schon auch seine Art und seinen Geschmack und seinen Gedanken, die durch lange Jahre Berufserfahrung einfach auch da sind, umzusetzen, den Kunden dahingehend zu beraten, was einfach praktisch und sinnvoll ist. Also wird gemeinsam ein Kompromiss gesucht und Jörg Hein verrät auch, dass er seine Kunden bisher immer überzeugen konnte. Zu den Aufgaben des Raumausstatters zählen auch Polsterarbeiten. Und auch hier gilt, alles muss aus einem Guss sein. Viel Handwerk zum Anfassen gab es übrigens auch am vergangenen Wochenende. Der Kunsthandwerkermarkt 2009 war wie in jedem Jahr ein voller Erfolg. Mehrere tausend Besucher konnten sich in den lebenden Werkstätten der Handwerkskammer Koblenz das Handwerk aus der Nähe ansehen. Hier wurde gemalt, gezeichnet, gesägt, und auch für die kleinsten Besucher war natürlich etwas dabei. So konnten Kinder bei der pädagogischen Anlaufstelle auch einmal selbst zum Werkzeug greifen. Um aktuelle Tipps, Trends und Reportagen aus dem Handwerk geht es auch in der Handwerk Spezial, die am kommenden Samstag in der Rheinzeitung erscheint. Alle Printmedien und Fernsehsendungen gibt es auch im Internet unter hwk-koblenz.de, Rubrik Presse und PR. Und übrigens gibt es auch alle Sendungen HWK TV im Internet zum Nachschauen und Stöbern.